Das hier ist der Andrusarchus. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Wildschwein und Hyäne. Dieser kann wirklich sehr kräftig zubeißen. Und seiner Beute auch die Knochen brechen. Außerdem ist er auch noch ein ganz guter Schwimmer. Und da sind wir auch schon. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht einschätzen, wie groß wir sind. Aber ich glaube, noch relativ klein. Also wenn ich das so im Vergleich zu den Büschen hier sehe. Das heißt für mich, ich muss jetzt erstmal ein paar Quests machen und wachsen. Weil eigentlich ist das wahrscheinlich ein Herdentier. Aber ich glaube nicht, dass wir Artgenossen finden. Also ich glaube, wir müssen heute ganz alleine klarkommen irgendwie. Oh, da vorne ist was. Ich bin auch schon ein bisschen hungrig. Also ich renne einfach mal hinterher. Ist, glaube ich, auch noch irgendwas Kleines. Ist das ein Torvo oder sowas? Ich kann die immer nicht erkennen. Gerade wenn die noch nicht ausgewachsen sind. Dann ist es noch schwieriger. Da, der versteckt sich. Wie ich quieke, ey. Er will flüchten. Muss versuchen, hinter ihm zu bleiben. Ich habe schon ordentlich Schaden kassiert. Oh, ich bin fast down. Oh Gott, der ist auf jeden Fall stärker als ich. Also Facetanken war nicht. Ich glaube, mein Biss macht einfach nicht genug Schaden. Er ist halt auch langsamer als ich, das können wir uns halt zunutze machen. Oh. Okay, nee, aber er trifft mich ganz schön krass. Also hat eine große Hitbox. Ich glaube, so einfach wird es dann doch nicht, weil der ist auch relativ wendig. Ich habe halt gar kein Leben mehr, ich muss fliehen. Er legt sich hin. So, ich habe jetzt ganz schnell was gelernt. Nämlich so eine Charge-Attacke, die Knochen brechen kann. Damit werde ich es jetzt nochmal versuchen. Oha, wie böse ich jetzt schon klinge. Ich charge mal meine Attacke. Er rennt weg. Aber ich hole ihn ein. Wir dürfen uns nicht hitten lassen. Aber die hat ganz schön hohen Cooldown, unsere Attacke. Er kann mittlerweile auch neue Attacken, so wie es aussieht. Der hat einen besseren Turn-Radius als wir, aber ich bin halt schneller. Also wir können den Fight ruhig langsam angehen. Einfach immer auf unsere Attacke warten und sowas. Ist ja gleich wieder soweit. Okay, wir haben ihn einmal gehittet, das ist gut. Jetzt laden wir gleich wieder unseren Biss auf. Oh, ich habe ihn nicht gehittet. So ein Mist. Da hat er sich gut versteckt hinterm Stein. Ja, der versucht jetzt um die Steine zu gehen, weil er mir damit ein bisschen meinen Tempo-Vorteil wegnimmt. Und seine Wendigkeit da besser ist. Oh, er hat mich gehittet. Aber der hat echt auch eine krasse Hitbox, ne? Darf man nicht unterschätzen. Ich lade nochmal meinen Biss auf und geh rein. Ich hab ihn gehittet. Oh, er hat Knochen gebrochen. Oh, ich glaube, der hat auch einen Schweifhieb, oder? Ich glaube, ich mache einfach nicht genug Damage für den. Also der sieht halt auch noch gar nicht angekratzt aus oder so.
Oh, ich habe gar keine Stamina mehr. Oh, da ist er noch. Oh Gott, wie schnell der mich gesehen hat. Er muss auch dringend trinken. Ich habe ihm nochmal die Knochen gebrochen. Ich lasse ihn jetzt einfach nicht trinken. Ist ja auch eine ganz gute Taktik. Wie schnell der das Trinken auch abbrechen kann, ne? Das ist ganz schön gemein. Ja, der Bonebreak hält auch echt nicht lange an. Muss man leider sagen. Er ist halt richtig sauer, weil ich ihn nicht trinken lasse. Was soll ich machen? Ich bin halt auch hungrig. Oder wollte er mich reinlegen? Ich mach den halt echt, glaube ich, gar kein Damage. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Da kann ich mir lieber was anderes zu essen suchen. Ich habe jetzt mal noch so eine Attacke gelernt mit Knockback. Weil er steht da gerade an der Klippe. Vielleicht will er das ja nutzen. Und dann kann ich ihn überraschen mit dem Knockback, ihn da runterschubsen. Oh, ich glaube, der will da rüber rennen. Oh, das könnten wir uns vielleicht zunutze machen. Oh ne, wir schieben ihn da hoch jetzt ernsthaft? Das gibt es doch nicht. Wie unlucky. Noch ein Versuch. Also richtig schieben tun wir nicht, ne? Das ist auch nur so minimal, leider. Ich habe kaum noch Ausdauer. Ah, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das ist keine geeignete Beute für uns. Ich habe jetzt echt lange Zeit verschwendet und viel versucht. Nee, nee, wir ziehen von dann. Ich meine, er hat auch gar keinen Bock auf uns. Er fühlt sich auch hart belästigt. Oh, da vorne steht schon wieder was. Scheint sich auch gerade nicht zu bewegen. Vielleicht können wir das erlegen. Ich lade mal meinen Bonebreak auf. Okay, der war AFK, aber wir haben echt viele Bisse gebraucht. Das große Problem ist, der kann nicht schnell hintereinander beißen. Und der hat halt auch eine sehr niedrige Bisshöhe. Das heißt, gegen die meisten Ziele wird das echt schwierig. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist echt nicht so einfach, mit dem später was zu erlegen. Gerade die größeren Dinosaurier, die auf zwei Beinen laufen, da ist es, glaube ich, echt sehr, sehr schwer. Ich habe jetzt einen wunderschönen neuen Skin. Mit so ein bisschen goldenen Fell oben. Und Pünktchen. Und ich habe jetzt auch meine finalen Attacken. Das ist einmal so ein normaler Biss, den wir schon vorher hatten. Und ein schneller Biss, der auch Knochen brechen kann, aber halt nicht so lange. Und außerdem kann ich jetzt auch unter Wasser tauchen. Weil der soll wohl auch sehr, sehr gut schwimmen können. Und vielleicht können wir uns das ja zunutze machen. Dass wir irgendwie gegenüber anderen Spezies einen Vorteil haben. Können jetzt auf jeden Fall mal testen, wie gut wir schwimmen können. Und das neue Tauchen können wir auch testen. Das kann halt echt interessant sein. Also da können wir vielleicht so ein bisschen aus dem Nichts zuschlagen. Ich weiß nicht, ob das hilft. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist halt nicht das beweglichste Tier im Wasser. Aber allein schon cool, dass der so gut schwimmen kann. Dafür, dass er so einen massiven Körper hat.
Der hat auch relativ viel Luft unter Wasser. Und verliert auch kaum Ausdauer beim Schwimmen. Ah, sehr, sehr angenehm. Das können wir uns auf jeden Fall zum Vorteil machen. Also wenn wir am Ufer oder so kämpfen, ist das ideal. Weil wenn es dann mal schief geht, können wir einfach flüchten. Ich muss noch ein bisschen was trinken. Ja, und Futter brauchen wir bald auch schon wieder. Das heißt, wir müssen bald wieder auf die Jagd gehen. Ich glaube halt, was noch eine richtig coole Attacke ist, dass wir so einen Doppelbiss haben mit unseren beiden Attacken. Weil ich kann halt sehr schnell hintereinander damit zubeißen. Das kann man, glaube ich, gut kombinieren, um dann halt Damage möglichst schnell zu verteilen. Und ich kann auch Bären essen. Also verhungern werden wir nicht, selbst wenn wir mal nichts erlegen. Ich hoffe natürlich darauf, dass wir irgendwo Artgenossen finden. Das wäre echt schön. Wie der kaut. Wie lustig. Oh nein. Oh nein. Der kann uns hochheben, oder? Ist das eine Hatze? Wir müssen in den Wald flüchten. Ich will keine Flugstunden nehmen. Ist einfach ein Riesenkrokodil. Aber hier ist auch ein Waystone, also ich glaube, angreifen darf man hier nicht. Aber vielleicht kann ich mich hier anfreunden. Können wir zusammen zum Wasser gehen. Zusammen entspannen. Sind wir Freunde? Ich glaube, wir sind Freunde. Ist wohl auch hier zum gleichen Gewässer wie ich. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn da ein Croc drin ist, was mich mag. Da kann ich mich dann nämlich hin zurückziehen, ohne dass ich gefressen werde. Wo schwimmst du hin, Mr. Croc? Nein, der schwimmt weg. Das sind Artgenossen. Vielleicht kann man ja mit denen in eine Gruppe oder so. Oh, die greifen meine Mates an. Die haben da gerade reingestampft. Fiese Eotriceratopse. Oha. Jetzt sind sie sauer. Dass ich ins Wasser kann. Oh, hier vorne ist ein kleiner Raptor. Oh, das hat gut geklappt. Der erste Biss hat ihn die Beine gebrochen und dann konnten wir nochmal zubeißen. Jetzt haben wir was zu essen. Oh, hier vorne wird gekämpft. Ich weiß nicht, ob ich da Essen vielleicht abstauben kann, weil ich bin schon sehr hungrig. Guck mal. Okay, ich kann hier was essen, das ist gut. Das ist sehr, sehr schön. Ohne selber zu jagen. Es wird uns einfach serviert. Hier vorne ist ein Dino mit einem Sucho. Oh, die wollen Stress.
Den haben wir schon gut getroffen. Der ist sehr schwer verwundet, aber der ist schneller als ich. Und hinter mir ist ein Caprosuchus. Keine Ahnung, was der vorhat. Ich höre hier noch Schritte. Der ist hier irgendwo. Da ist er. Oh, fast die Knochen gebrochen. Aber ich glaube, das ist ein anderer, oder? Vom Skin. Ah, die sind zu zweit. Ich muss ein bisschen gucken wegen meiner Ausdauer. Ja, die rennen leider weg. Ja, die sind zu schnell für mich. Oh, oh, da vorne kommen zwei große. Denen will ich nichts zu tun haben. Flüchte mal lieber schnell ins Wasser. Und tauch mal unter. Oh, die sind hier im Wasser. Der hat ja Bock auf mich. Muss mal ins tiefere Wasser. Einfach zur Sicherheit. Aber der will wirklich zu mir schwimmen. Was wollen die von mir? Hey, die wollen mir echt den Weg abschneiden. Das ist ja interessant. Ich muss halt aufpassen wegen der Ausdauer. Ich muss es halt irgendwann regen. Das Auftauchen dauert halt echt lange, ne? Der kommt gar nicht mehr hoch. Ich ertrinke gerade fast. Junge, 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 ey. Ist auf jeden Fall nicht der beste Schwimmer. Guck mal, hier habe ich einen guten Spot gefunden, wo ich Ausdauer tanken kann. Ich bin auf dem Felsen hier. Die haben lieber keine Lust zu, dass ich... Oh Gott. Ich glaube, die haben mir einen Kumpel geholt. Wie sie mich unbedingt haben wollen. Ich muss jetzt wieder an die Oberfläche schwimmen. Es geht nicht anders, sonst ersterbe ich. Das dauert so lange. Ich drücke die ganze Zeit Leertaste. Ist halt echt ein Problem. Der Capro ist eigentlich auch viel wendiger als ich. Also kann eigentlich easy hinter mich schwimmen, wie er es jetzt auch gerade macht. So, wir rennen weg. Sehr gut. Oh, was kommt da denn Kleines? Ein Zetaco, oder? Oh.
Maxi, mein kleiner Freund. Bist du auf jeden Fall nass. Oh. Hat mir eine Blume gegeben. Dankeschön. Das ist aber süß von dir. Du bist der kleine Rudi. Ich hoffe, der bleibt bei mir. Ich glaube, er muss gerade Pause machen. Dann legen wir uns gemeinsam hin mit der Blume im Maul. Gehen wir jetzt gemeinsam zum Krater? Das war ein Ja. Komm. Ab zum Krater. Wie schön der Himmel gerade auch noch dazu aussieht. Einfach so rötlich. Ja, da unten chillen alle. Das ist jetzt unser Ziel, würde ich sagen. Da gehen wir gleich gemeinsam hin, Rudi. Süß, wie er sich immer mit mir hinlegt. Und los, ab in den Krater. Oh nein. Das tat weh. Hallo? Hier ist auch gefühlt alles vertreten. Wo gehen wir jetzt hin, Rudi? Ach, du willst deine Blume an andere loswerden? Das soll es jetzt auch mit der heutigen Path of Titans Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mit dem Andrew Sarkus war es, glaube ich, ne, der Name. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.